Hagebuttene. Ja, Mädel-Leute, servus und herzlich willkommen zurück bei der Hagebuttene. Ja, ist mal wieder nicht viel los beim Dicken, deswegen gucken wir uns jetzt heute mal ein Video der Anti-Mobbing-Guys an. Viele liebe Grüße und Hashtag Liebe geht raus an dieser Stelle. Ja, ich kenne es noch nicht, keine Ahnung, ist von Samstag, vom 17.04., steht ja auch wunderbar oben drüber. Ja, Titel, da ist kein Aal auf meinem Grundstück, verspricht schon mal gut zu werden, also das meddeln wir uns mal rein. Man kann es ja auch Metamorphose nennen eigentlich, ne? Quasi wie so eine Raupe, die zum Schmetterling wird. Es hat keinerlei Auswirkungen auf meine körperliche Existenz. Okay. Also das hat, okay, das kam jetzt im Kopf, so dachte jetzt, okay, jetzt komplett Tattoos irgendwie und einfach... Nein. Ja, okay. Es ist eher eine, man kann es schon als Metamorphose bezeichnen, aber ich würde es eher als Metamorphose des Geistes bezeichnen. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, worum es da jetzt genau geht. Ich kenne nur sein komisches Lied, was da vor einem Jahr rauskam. Das hieß Metamorphose, aber ich glaube, darum geht es jetzt nicht, weil hier unten steht ja auch Metamorphose Drachenlords neues Video. Keine Ahnung, wir hören einfach mal weiter. Ich glaube, dieses Bild, aber wirklich dieses Bild von einem Auge und Schmetterling ist doch eigentlich ganz cool. So. Letzten Endes ist es... Letzten Endes ist es ja so, dass wir Menschen uns auch nur Menschen nennen, weil irgendjemand auf die Idee gekommen ist, uns Menschen zu nennen. Ah. Jetzt kommt er wieder mit und dem Scheiß um die ganzen Richtlinien, wie man sich benimmt, wie man sich bewegt, wie man sich behandelt. Das sind ja alles Sachen, die halt irgendwann durch irgendjemanden geprägt wurden. Ah, die haben sich nicht irgendwie gebildet über die ganzen Jahre und nö, die hat sie einfach mal irgendwer hingesetzt, so, du darfst das und das und du darfst das und das und so weiter und so fort. Und damit ist Schluss jetzt, also, ne, also das darfst jetzt nicht mehr und das auch nicht. So, und ich habe das jetzt einfach beschlossen und fertig. Also so die Basics hat man vielleicht tatsächlich so beschlossen, wenn man irgendwann dann mal in zivilisierten Gemeinden oder damals während der Zusammenkünften gelebt hat, als eine Gruppe von Menschen, dass sich man dann dahingestellt hat und gesagt, oh, hier, töten ist jetzt nicht so cool, das wollen wir nicht. Ja, so erstmal das die Grundregel, das sollte erstmal so passen. Also dann hat sich vielleicht der ganze Scheiß dazu addiert. Oder man hat sich gleich da schon im Mittelalter hingesetzt und gesagt, so, Steuererklärung ist ganz wichtig, das ist klar, du darfst hier auch nicht mit deinem Rudi A4 mitten irgendwo parken in der Stadt, das geht nicht. Das hat man schon im Mittelalter beschlossen, Rainer, genau. Richtig. Wir werden es sehen. Bombenstimmung, ich muss schon sagen. Mal eine andere Frage kurz drauf. Ich habe eben gerade so ein Video gesehen, da hat jemand irgendwie einen Aal in deinen Hof geworfen. Hast du das schon gesehen? Ein Aal bestimmt, das wäre mir neu. Ja, krass. Das war irgendwie so ein Video hier. Irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Auf jeden Fall so ein meterlanger Aal einfach. Okay, das kenne ich jetzt nicht. Keine Ahnung, ob da jemand was zu schreiben kann. Wieso sollte jemand einen Aal aus seinem Grundstück ballern? Nee, habe ich bislang. In den Hof, also nicht aufs Gras oder so im Garten, sondern in den Hof. Nee, in den Hof rein. Nee, habe ich keinen gesehen bislang. Okay. Vielleicht ist er weg. Vielleicht hat er zittert. Also Aal ist nicht gleich ein Zitteraal. Und okay. Ja, es kann durchaus sein, wenn der noch am Leben war. Ja, ja. Die bewegen sich auch über Land, aber halt nur teilweise, weil die brauchen ja Sauerstoff im Wasser. Ah ja. Aber bei uns in der Aurach und so weiter gibt es auch Aale, also... Die sind ja nicht unbedingt unbekannt. Ja, vielleicht hat ihn ja auch keiner reingeworfen, sondern ist da reingezittert, quasi. Wie gesagt, ein Aal ist nicht gleich ein Zitter. Naja,
Ich habe keine Ahnung, also ob das jetzt überhaupt erfolgt ist, da der Aalwurf. ja, man weiß es nicht. Vielleicht war es auch nur wieder eine Wurscht. Kann ja auch sein. Man wird es nicht erfahren. Wenn der Ja. zittert Ah nicht, sondern ja, der okay. bewegt sich wie eine Schlange halt. Wie gesagt, die bewegen sich auch teilweise über Land, aber eben auch nur so ein Stückchen. Ja. Bei uns an der Aurach unten, da siehst du auch ab und zu mal so Spuren, so Schlängelspuren durchs Gras oder so. Oh, jetzt wird es ganz abenteuerlich. Also, nein, ein Aal kommt jetzt nicht einfach mal so aus dem Wasser und denkt sich, oh, pff, ich schlängel mich jetzt hier einfach mal durchs Gras. Ich habe gerade nichts zu tun, ich mache das jetzt mal kurz. Eher nicht, nee. Also ist ja auch nicht so, dass ich jetzt einfach mal einen Karpfen oder so denke, ich hüpfe mal aus dem Teich und schnapp mal frische Luft. Also das passiert jetzt im besten Fall nicht und das macht auch kein Aal dieser Welt. Also das, was du da im Gras gesehen hast, waren garantiert keine Aalspuren, Rainer. Die würde ich gerne mal an Land sehen, genau. Es kann mal sein, dass wenn man beim Angeln zu blöd ist, den Aal festzuhalten, weil der halt scheiß glitschig ist, und wenn man den vom Haken abmacht, dass der dann, wenn er halt runterfällt, sich dann durchs Gras schlängelt, ja, und dann wieder zum Teich. Oder zum meistens Fluss, wo die drin leben. In Teichen gehen sie ein. Das kann sein, ja. Aber dann ist der Aal da nicht freiwillig hingekommen, sondern eher durch einen Angler halt raus und dann beim Reinsetzen halt nicht richtig festgehalten und dann liegt er auch mal im Gras. Genau. Oder gibt es auch schon, dass die mal aus dem Eimer hüpfen. Kann auch alles passieren. Und das können die auch noch, obwohl man den schon, obwohl man die schon ausgeweidet hat. Also hier nochmal kleine Aal-Lehrstunde am Rande, also ein entweideter Aal hat noch so funktionierende Nervenbahnen, dass der sich auch noch, also das Filet sozusagen ins Wasser schlängeln kann. Das kann durchaus passieren. Ich glaube tatsächlich, das war ziemlich frisch, das Video. Deswegen, also tatsächlich, ich stehe auf Fisch. Wenn ich du wäre, würde ich mir den vielleicht noch zubereiten. Alter, ich meine, der sah ganz gut aus auf dem Fuck, Video. nein. Der sah ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Ich kann es jetzt leider nicht sagen, musst du mal schauen. Oder du guckst selber mal raus. Also. Ich war auch schon zwei, dreimal draußen. Also es ist nichts im Hof. Okay. Ich denke eher, dass die einen Stock oder irgendwas geworfen haben und du das nur als Aal gesehen hast. Naja, das kann sein, ja. Ich habe auch einen Aal. In meiner Hose. Oder was kommt jetzt? Und jetzt Die ein billiger einäugige Peniswitz. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Danke. Schlange war. Die einäugige Schlange. Hast du Also die ich habe Frau mir das. richtig nicht drauf gesehen, wa? Hier Drache, ich habe mir das Video gerade nochmal angeguckt. Ne? Tatsächlich bin ich mir sicher, das war kein Stock, es war wirklich ein Aal. Der liegt da vorne bei diesem. Ich glaube, da ist so ein Heizkörper da auf der Ecke. In dem Video, er hat den so straight über den Zaun geworfen. Also es ist kein Spaß. Ich mein's Der ernst. wird ja besser wissen, was in seinem Hof liegt, als du, oder? Das Ja. denke ich ja wohl auch. Ja. Rechts, wenn man aus der Tür geht. Naja, gut. Rechts geht man nicht aus der Tür, sondern links. Rechts neben der Tür. Also quasi, wenn die Treppe runter geht, ist eigentlich so davor. Ja. Kann quasi Also nur selbst dann. wenn das vor ein Ja. paar Tagen war, kann gut sein, dass sich auch heute der Viech das Viech geholt hat. Wir sind ja auf dem Land, nicht in der Stadt. Ja, gut, das kann sein, tatsächlich. Richtige Raubkatzen unterwegs bei euch, ja? Hat sich wohl so ein ganz hungriger Marienkäfer gegönnt, den Aal. Oder die glücklichste Katze der Welt. Nee, mein nur, ne? Kann ja auch dann irgendwann stinken, ist dann auch nicht so geil, wenn das dann da vor sich hin rottet. Das ist wohl richtig, aber den Geruch sollte Rainer ja, das sollte ihn ja nicht stören. Also ich will gar nicht wissen, wie es da riecht. Da sollte vergammelter Fischgeruch eigentlich gar nicht mehr auffallen. Ja, aber da ist ja nichts, ne? Heute haben die Hater alle wieder Irrenhausausgang. Was ist los? Sind schon wieder Leute bei dir, oder was? Ja.
Dass die nichts Besseres zu tun haben, ne? Die kommen wirklich, trotz Corona. Ja, das ist doch die nicht. Unfassbar, ja. Bin gleich wieder da. Ich würde mehr machen, auf jeden Fall. Was haben wir denn noch? Wenn dir irgendjemand ein Aal aufs Grundstück wirft, würdest du als erstes dran denken, du isst ihn jetzt? Naja, erst die Regel erstmal dran riechen, ne? Und dann, wenn er noch gut riecht, dann klar auf dem Grill, ey. Ja, das ist die klassische 3-Stunden-Regel. Stimmt. Oh Gott. Was war? Idioten. Den ganzen Tag Idioten. So ruhig wie es gestern war, so assi ist es heute. Liegt vielleicht daran, dass Samstag ist. Ja, und? Hast du jetzt mal... war der Aal vor der Tür oder war da keiner mehr? Sag mal, wie oft muss ich mich noch wiederholen? Ich wiederhole mich ungerne. Achso, nee, ich wollte nur fragen, weil du gerade eh draußen warst, dachte ich. Ich habe nicht geschaut, weil da keiner ist. Und direkt hochgefahren. Da wird erstmal wieder, gibt's ordentlich Schimpfe vom Lore. Das lässt er sich nicht gefallen, wenn er da irgendwas wiederholen muss und nett gefragt wird, ob man das doch vielleicht nochmal drauf eingehen könnte. Da wird dann direkt... Der Pöbel hat da die Schnauze zu halten. Da ist vorbei. Also, wenn da der Kuchen spricht, dann ist er mal ganz vorbei. Das würde mir auffallen, ist sowas. Okay, alles klar. Ja. Dann wird er wahrscheinlich... Ja, das kann. Vielleicht hat er einen Katz geholt. Ja. Katz, Ratz, das sind alles sowas. Ja, das ganze Dorf ist voller Katzen. Aber krasser Rhyme, Alter. Katz, Ratz. Was? Nee, weil du gerade gereimt hast, war geil. Katze oder Ratzen? Ja, war oder nice. Was? Ja, war nice. Irgendwie war das ein ganz geiler, unsauberer Reim, aber der hat gut gepasst. Hm. Katze, Ratz. Falls jemand zuhören will. Hörst du Trip to Valhalla? Nein. Das heißt nicht Trip to Valhalla. Ich hab's ja neulich schon mal erklärt, der Song heißt nicht Trip to Valhalla. Hier, der Song heißt My Mother Told Me. Ist der aus dem Spiel? Ja, die haben ihn auch verwendet, aber den Song gibt's schon viel, viel länger, der ist uralt. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das sogar eine norwegische oder eine nordische Erzählung. Die haben früher, haben die anstatt Geschichten erzählt, haben die früher Lieder gesungen. Deswegen gibt es die Barde, ist ja ein Sänger von Geschichten. Ja, geil. Mhm. Ich habe leider so wenig Ahnung von dieser nordischen Kultur, aber es ist schon geil. Es hat eine Ära voller Kraft. Voller Kraft und voller Ehre. Ja, er war dabei, er wird's wissen. Und voller Respekt. Ja, und das wünsche ich dir wieder zurück. Das waren noch Zeiten, ne? Das waren noch Zeiten. Da hätte man jemanden nicht ewig gefoltert. So was war denn ein, war der nette Ziel der Wikinger? Die sind nebenher gegangen. Und nee, da hat man direkt einfach den Kopf abgeschlagen. Ja. Richtig, genau. Richtig. Und sowas nannte man dann Gnade. Richtig. Also das, hätte man das jetzt mit dir gemacht, oder was? Also ist das jetzt wieder eine Aufforderung, Rainer, oder was? Und wenn du mich fragst, ist das auch Gnade im Vergleich zum Foltern und so weiter. Ah, okay. Also wir fassen mal kurz zusammen. Jetzt wird Mana getankt. Die Stimmung ist mal wieder sehr neutral, muss ich sagen. Also es ist diesmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, nicht so gehaltvoll. Also da ist so ein Video von ihm dann noch immer ein bisschen besser. Hier ist so ein bisschen so, die Lordschaft spricht, der Pöbel darf sich mal zu Wort melden und ihre Lordschaft mal kurz irgendwie unterbrechen.
bei nichts, also beim Nichtstun unterbrechen. Ja, ist natürlich klar, dass er da, weil er nicht reden muss, natürlich auch nicht so viel redet, weil das bedeutet ja dann irgendwie Aufwand, da diese gewaltigen Scheunentore zu öffnen, die er da als Mund rumträgt. Das ist natürlich unnötige Bewegung, das muss natürlich nicht sein. Ist das jetzt am Schlausten? Aber mir ist das so irgendwie ein bisschen zu langsam. Ja, es ist auch nicht die richtige Version. Das ist, wie gesagt, halt zu dem Spiel. Das hat auch mal eine richtig gute Metal-Band gesungen aus dem Pagan-Metal. Mir fällt bloß nicht ein, wie der heißt, die Band. Ich kenne so viele Bands, ich weiß aber jetzt nicht, welche Band genau diesen Song gesungen hat. Haben sie auch mehrere gemacht. Gestern habe ich gedacht, das ist vielleicht Tür gewesen, aber bei Tür habe ich nichts gefunden. Und wenn ich jetzt jede Band durchgehe, dann dauert mir zu lange. Wenn du so das ganze Wikinger-Zeug magst, wäre das was für dich, mal nach Heiterbu zu fahren? Das ist in der Nähe von Schleswig. Das ist ein Wikinger-Dorf, was noch wieder restauriert wurde, also als Museum. Hm. Keine Ahnung. Nein, anscheinend. Ich kann sowieso nicht weg hier. Eben. Wer ist die Chance ja dann weg? Ja gut, das stimmt natürlich. Meinst du, dass dann sonst das Haus überrannt wird oder was? Ich meine gar nichts, ich weiß. Ah, okay. Na gut. Aber hast du nicht irgendwie ein paar Gumbels, die dann irgendwie vielleicht das Ding bewachen könnten? Ich habe einen ganzen Arsch für Kumpels, die hierher... Ah, jetzt kommt wieder jetzt kommt da wieder du. Ich habe jeden auf meiner Seite, den ich nur brauche. Aber ich schaffe das auch alleine. Ach Mann, ey. Jetzt kommt wegkommen jetzt, wollen jetzt kommt und wieder. Den Hatern einfach die Fresse polieren. Ja. Einfach dafür, was sie die letzten 8 Jahre mit mir abgezogen genau. haben. Aber ja. Ich sag denen jedes Mal, die sollen das bleiben lassen. Genau. Sagt er dem einen Kumpel. Nee, ich meinte jetzt auch, wenn jetzt, sagen wir mal, hier was Danger Zone gerade meinte mit dem... Wie heißt das? Ich habe den Namen vergessen von dem Dörfchen. Heiterbu. Ja. Ah ja, genau. Dass du so einen Ausflug mal machen kannst, ne? Weil ich meine, die ganze Zeit da abzuhängen ist ja auch irgendwie nervig, oder? Du, pass auf. Pass mal auf. Kleiner. Muss ich gar nichts zu melden, alles klar? Und mal ganz vorsichtig hier. Ah. Was verstanden jetzt? Also harte Töne hier mal wieder da. Aber gut. Ich habe 2 Arten von Freunde. Oha. Ja. Die einen gibt's nicht, die anderen denkst du dir aus. Eine Art sind Kumpels, die mit YouTube nichts zu tun haben wollen. Mhm. Und die andere Art sind meine Kumpels, mit denen ich früher saufen gegangen bin, mit denen ich feiern gegangen bin, in welcher Art auch immer, mit denen ich auf Festivals war, jahrelang. Und so weiter. Weißt du, was die mit den Leuten anstellen würden, wenn die erwischen würden? Nee, erzähl mal. Da würde keiner mehr von denen hinterher freien Fuß sein. Von der Gumbels jetzt? Oder? man merkt schon wieder, also da denkt er sich dann wieder was aus, aber das kennen wir ja. Na, das ist bekannt. Ja, krass. Na, und mehr krass. Als die Hälfte von den Hatern würde wahrscheinlich irgendwo tot rumliegen. Ja, genau. Sind die so gewalttätig, oder was? Die sind nicht gewalttätig, die verstehen etwas von Ehre. Von Ehre, okay, ja, alles klar. Respekt und von Anstand. Respekt und Anstand, einfach mal irgendwen umbringen, den man nicht kennt. Respekt und Anstand, perfekt. Und die sind sowieso aggressiv auf die ganzen Hater, nach dem, was die mit mir in den letzten Jahren und Jahrzehnten angestellt haben. Oder des letzten Jahrzehnts. Jawohl. Das war gut. Hier. Die wohnen übrigens auch bei mir um die Ecke. Oder zumindest haben die einen Song gemacht, der bei mir um die Ecke ist. Auch auf so einen schönen Kneipenabend hätte ich auch mal wieder Bock. Ich immer nur zu Hause saufen. Gestern war ich auf einer... Ey, das kann man bestimmt auch ganz gut auf Gitarre nachspielen, oder? Ein Song. Das ist ja bloß auf Gitarre. Naja. Bestimmt nicht so schwer. Du hast, ich hab's, sorry, wenn ich frage, du hast Bass oder hast du Gitarre gespielt? Beides. Ja. Klavier, Keyboard. Ja, alles, auch alles. Trompete, Posaune, der hat alles gespielt. Er kann's auch, aber er macht's halt nicht mehr, sehr klar. Also, der ist ein eigenes Orchester, eine eigene One-Man-Band, aber ja,
Er könnte ja, wenn er wollte. Dann, ne, haben wir ja gesehen, seine Basskenntnisse da. Und die waren ja, ah, das war schon, also Weltklasse, wirklich. Also, da kommt keiner mit. Also mit diesem, jo, mit dem Skill, den er da sich antrainiert hat, das ist schon beeindruckend, ja. Schlagzeug, verschiedene Flöten und so weiter. Ja. Verschiedene Flöten? Verschiedene Flöten sogar. Ich würde jetzt sagen, dass ich das kann. Aber krass, also was mal verschiedene Flöten? Also ich kenne halt die normale Flöte. So. Ich habe jetzt grob geschätzt 20. Oh. Keine Ahnung, warte. 20, 25 verschiedene Instrumente habe ich aktuell. Oh ja. Alter, krass. Kannst du ja eigentlich ein Studio aufmachen bei dir? Nö. Nö. Nö, ja. Das kann er nicht. Nee, nee. Studio kann ich deswegen nicht aufmachen. Nee, nee. Ich meine für dich halt, ne? So ein bisschen zum Zocken, so ein kleiner Proberaum. Also wenn, dann wäre es ein Proberaum und kein Studio. Und zweitens hat es auch das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ach so, okay. Aber da kannst du doch mal ein schönes Video zu machen, wie du die ganzen Instrumente vorstellst einfach. Wie die ganzen Flöten durchflötet. Wäre schon nice. Aber das mit den Flöten hat mich jetzt tatsächlich nochmal interessiert. Du meinst mehrere Flöten? Blockflöte, Querflöte, Hochkantflöte, Waagerechtflöte, ganz quere Flöte, Vertikalflöte. Ja, also die ganz verschiedenen da. Obenflöte, Untenflöte, Rechtsflöte, Linksflöte, Geradeausflöte, hinten Rechtsflöte. Also die kennt man ja auch, das ist ja klar. Die hat halt alle da, alle 20, sind alle versammelt bei ihm. Und die kann er auch alle. Manche spielt er halt mit der Nase, ein paar mit den Ohren. Das geht schon. Ja, also wie man so durchkommt. Mundharmonika, Panflöte. Ja. Ach krass. Ach, zählt Mundharmonika zur Flöte oder was? Ja, wird immer interessanter. Ja, die Gitarre ist eigentlich auch basically eine Flöte. Weiß zwar wieder keiner, aber Rainer erklärt uns das jetzt bestimmt. Und das Klavier, das ist auch eine Flöte. Also, ne, ist ja klar. Ah, krass. Ja, aber beherrschst du das auch richtig? Also so richtig hab doch spielen, gesagt, oder? Nein. Also. Mundharmonika kann ich ein bisschen besser. Früher auch Melodika. Na. Auch eine Flöte, ne? Aber das ist richtig geil, mal zu wissen, dass Mundharmonika eigentlich eine Flöte ist. Das habe ich die ganze Zeit über gewusst. Hast du mir zugehört? Ja, ja, eigentlich schon. Nee, was habe ich gesagt? Dass Mundharmonika eine Flöte ist. Nein, oder? Hab ich nicht gesagt. Okay. Dass er das so einordnet. Ich habe gesagt, dass ich die immer dazu zähle. Ah, so, okay, alles klar. Wenn es dich interessiert, ob es eine ist oder nicht, dann Google es. Ja, okay, mache ich dann mal. Ja. So entstehen nämlich immer Gerüchte über mich, dass ich immer irgendwas gesagt habe und angeblich das und das. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Und die Wahrheit ist noch viel lustiger als das eigentliche Gerücht, was entstanden wäre. Dass eine Mundharmonika eine Flöte ist. Jetzt sagt er, du hast eben gesagt, dass eine Mundharmonika eine Flöte ist. Und dann sagt er, nein, aber ich ordne das als Flöten ein und ich habe 20 Flöten zu Hause. Also sind aus diesen 20 Flöten vielleicht eine richtige Flöte. Das ist doch viel geiler, dieses Gerücht, was jetzt ja gar kein Gerücht mehr ist, weil es ja, hat er ja gerade bestätigt, das waren ja wieder 2% aus seinem Leben, die wir jetzt wissen. Also haben wir wieder was gelernt, was er so einordnet. Mal alleine, ne? Mm. Servus. Bis dann. Ciao. Aus dem Leib tanze dir die Seele aus dem Leib. Das ist auch ein bisschen fies. Ja, das ist ein bisschen sehr fies. Das Pfeifen. War ziemlich Kopfhörer. Schrill in den Ohren gerade. Das war kein Pfeifen, das war durch den das war durch den Zahn, durch die Zahnlücke, Luftpusten. Ah. Also, ja. Ist das auch eine Flöte oder was ist das? Das war kein Pfeifen. Die Eckzahnflöte. Bisschen wie Fingernägel an der Tafel. Gut zu wissen, das muss ich in Zukunft machen, wenn die Hater da sind. Vielleicht geht's noch auf den Sack. Man stellt sich da vorne an den Zaun und flötest durch deine Zahnlücke durch. Wird immer besser. Wenn man dem weiter solche Tipps geht, dann macht er sich bald
so eine schöne Schultafel auf die Amazon Wishlist, stell die dann vorne beim Tor auf und kratzt da einmal mit Fingernägeln lang. Und dann denkt er, dann hauen alle ab. Lass mich mal überlegen. Wie nennt man das dann, wenn es durch die Zähne ist? Woher soll ich das wissen, Alter? Schau doch auf Google nach, bin ich die Info. Kaputte Zähne, schätze ich mal. Okay. Guck mal gerade nach, wie das heißt. Ich glaube, da findest du nichts. Zahnflöte? Ich glaube, die ist noch nicht erfunden. Ja, krass. Okay. Pfeifen durch die Zähne wird auch Flöten genannt. Irgendwie hat das alles eine Verbindung miteinander, ganz ernsthaft. Das ist voll verrückt. Naja. Twilight Zone. Das ist echt so. 3 oder 4 verschiedene Arten von Pfeifen. Und durch die Zähne dann halt Flöten. Und wenn du durch eine Arschluft rauslässt, ist das auch Flöten oder was ist das dann? Also, unglaublich, ey. Zählt er bestimmt auch dazu. So, jetzt sind wir schon im nächsten Thema angekommen. Mit Menschen treffen ist Schwachsinn. Wäre cool, wenn man sich mal wieder die Seele aus dem Leib tanzen könnte. Kannst du doch. Wer hält dich denn auf? Naja, mal draußen mit vielen Leuten, weißt du? Naja, zu Hause ist ja nicht das Gleiche. Man braucht ja irgendwie 2 Promille und dann ab in die Disco. Na, brauchst du nicht, nee. Aber klar, man kann auch ohne Spaß Alkohol haben, das ist klar. Aber... ja, nö, das kannst du auch. Also, na klar, wenn du Nachbarn hast, solltest du es vielleicht nicht machen, aber naja. Das ist ja purer Schwachsinn. Das hätten zum Blödsinn gehört. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich brauche da irgendwie Leute zu. Mir macht das mehr Spaß, also als alleine, weißt du? Geh einfach her, mach dir zu Hause Platz. Mach dein Discord an, lade deine Freunde ein. Macht alle Camps an, dann besauft euch und tanzt und hört Musik dabei. Das wäre doch mal eine Idee hier, oder? Macht euch alle eine Playliste, die Playliste startet ihr gleichzeitig alle. Oder macht's über Spotify, über Watch Together, nehmt euch auf YouTube Musik raus. Oder über, warte, ich habe den Namen vergessen. SyncTube. Gibt's hier noch was anderes? Warte, gleich habe ich's. Ja, lass dir Zeit, also. Oder ein Musikbot einfach. Oder einfach Musikbot. Lass den laufen. Und dann feiert einfach. Also stellt euch alle an. Wenn wir früher so lasch gewesen wären, ey, mein Gott. Was meinst du mit früher? Naja, früher. Als wir Kinder waren oder als wir Jugendliche waren. Ja, Soundcloud kannst du zum Beispiel auch benutzen. Auf Watch Together. Dann habt ihr alle die gleiche Playlist und dann könnt ihr alle abgehen. Als er jung war mit Corona, hat er das so gemacht damals. Ne? Also kennen wir ja, 1995 war ja auch schon mal Corona da. Ne? Und da hatte man ja auch schon die Möglichkeiten, so wie heute mit Online-Chats und so. Das hat er damals auch schon alles gemacht. Also es ist ja... Ist ja bekannt. Ne? Dann hat er vorher natürlich noch im Wald ordentlich WLAN ausgegraben und das dann reingeschmissen da in seinen Router, damit das auch ordentlich läuft, ne? Und keine Wackler gibt. Das kennen wir ja. Na, also, das ging dann damals schon ganz gut. Also stellt euch ja dazu an, ey. Ich das immer höre, dieses Rumgejammer. Nee, war jetzt nicht so ein Gejammer, aber es war einfach nur mal... Wäre schön mal wieder in echt, weißt du? Also, ja, dann mach halt einfach. Ja, pass auf. Hält doch keiner auf. In einen Club gehen, weißt du, mit mehreren Leuten in der Bar oder so, um da zu tanzen. Das ist ja was anderes. Mach dir doch selber einen Club auf. Mach dir selber einen Club auf, genau. Das wäre toll, darfst du ja lernen. Du hast mir ja zugehört. Kannst du es doch machen. Ja, das habe ich verstanden. Ich meine, das ist ja auch wie im Club. Ja, aber das ist halt... Kauft er auf Amazon so ein Blinkerlicht. Ja, manche Leute müssen sich auf Amazon das tatsächlich selber kaufen und dem wird das nicht gekauft. Deswegen ist das für manche Leute vielleicht nicht so einfach, sich sowas anzuschaffen. Also nur mal so gesagt. Also nicht für jeden ist Amazon eine Bestellliste. Also naja, ist auch egal. Auf jeden Fall. Ja, tolle Idee, genau. Und, ich meine, ja, kannst du machen.
Das Einzige, was sie wahrscheinlich aufhalten wird, sind deine Nachbarn, die es dir mit dem Besenstiel danken werden, dass du laute Musik da erstmal schön anmachst und meinst, deine eigene Disco zu bauen, weil Rainer, nicht jeder hat ein eigenes Haus tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber ist nicht jedem möglich, da den Bass überall auf 40 zu drehen. Das ist nicht überall möglich. Für 10, 15 Euro reicht und dann kannst du abgehen daheim, ist doch in Ordnung. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, mit Leuten echt in einem Raum zu sein, weißt du, was ich meine? Ja, das verstehe ich schon, aber die Option hast du ja nicht, also kannst du doch das auch machen. Ja, man darf ja trotzdem schwelgen, so ein bisschen. Mit deiner neuen Idee, oder was? Na. Wo bist du denn jetzt gerade? Kannst du vielleicht aber mal so ein bisschen erzählen, dann können wir auch Feedback geben. Ich gehe die Regeln gerade durch und überlege gerade, wie ich das anstelle. Jetzt regeln für dich selbst quasi. Sowohl als auch. Meinst du die Umsetzung, wie du die Umsetzung anstellst? Oder? Nein, überlass das mal mir, das mache ich schon. Macht Chef schon. Ja, du redest halt darüber. Denkt man. Ich hab nur laut gedacht. Oh, er hat einen neuen Song. Okay, was kommt jetzt wieder für ein Scheiß? Okay, ist nicht unbedingt einer seiner besten Songs. Er hat jetzt sogar ein Album rausgebracht, ha? Huh? Oh, was mir gefällt, aber nicht. Aber da hast du schon ein recht weites Spektrum an Musik, die du so hörst, ne? Das Spektrum der Musik, die ich höre, ist genauso, wie Musik sein sollte. Unendlich. Also würdest du dich nicht auf Metal beschränken, sagst du? Metal ist mein Leben, aber das liegt daran, dass die Akzeptanz und die Gesinnung im Metal so ist. Aber mein Musikgeschmack erschreckt. Also das würde mich mal interessieren. Kannst du ja mal einen richtigen Mettler, wie er immer sagt, fragen. Und ob der das auch so sieht, ob es okay ist, da komplett sich voll zu betteln, auf jede Meinung zu scheißen, jede Hilfe, die man irgendwie haben könnte, abzulehnen und die übelste Sau rauszuhängen, komplett arrogant zu sein, jeden von oben herab behandeln, sich für den Allergeilsten halten. Also das ist typisch Metal, Rainer. Also ich weiß nicht. Ich glaube, manche fänden das nicht so geil, wenn du denen das so vorlebst und meinst, das ist der Metal. Und weiß ich nicht, ob das alle so toll finden, dass du den da, was du, ich sag mal, Leuten, die es anscheinend nicht wissen, verklickern möchtest. Ist schon interessant, ja. Also ich kann dir erzählen, das ist kein Metal. Und nur so am Rande. Ne? Also, weiß nicht. Sich über alles, was existiert. Es gibt nur Bands und einzelne Künstler und einzelne Songs oder Bands oder Alben, die mir nicht gefallen. Aber die gibt es im Metal genauso wie in jeder anderen Musikstil. Oh. Ich bin eben intelligent, was es angeht. Ich beschränke mich nicht auf eine Sache, das hat keinen Sinn. Oh. Damit macht er sich wieder gebildet und intelligent. Es ist nicht alles nur schwarz-weiß. Ich sehe die Seiten und die Welt bunt. Ich bin was Besonderes. Hört man da nur wieder raus. Was kommt? Ach nee, lass mal stecken. Komm, nee. Also die Version gefällt mir aber nicht, Alter. Die ursprüngliche Version war besser. Ja, dann ruf doch an und sag Bescheid. Kinder, das gefällt mir nicht. Das macht er anders. Ja, und Rap und sowas magst du aber nicht so gerne, oder? So Deutschrap und solche Sachen? Ich höre alles. Es gibt nur einzelne Künstler, einzelne Bands oder einzelne Songs, die ich nicht höre. Was ist an diesem Satz unverständlich? Nee, ich frage nur. Vorhin ging es darum, was sie so für Musik hört. Und dann meintest du, dass die Frage blöd wäre bei dir. Deswegen dachte ich, du meinst, dass du nur Metal hörst, aber dann habe ich es falsch verstanden. Neutrale Stimmung, wie immer. Krass, was ist das für eine... Das ist so eine Mischung aus
Weiß auch nicht. Es ist gothic. Es hat auch so ein bisschen was von so, weiß ich nicht, 90s Pop abgefahren. Es ist gothic. Es ist industrial. Ja. Tatsächlich ist das Folk. Habe ich gerade mal gegoogelt. Wenn du meinst. Oh, 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 oh. Da war gerade eine andere Meinung, die anscheinend richtig ist. Und akzeptiert das, wenn du meinst. Nee, nicht. Mach ich ihm nicht recht. Dann wird er wieder zum bockigen Kind. Also es ist schon krass, echt. Also, du weißt schon, ja, du weißt schon, dass es auch Blödsinn ist, was da steht. Ja, klar, ist wieder alter Schrott, was bei Google steht. Sonst sagt er immer auch, ihr könnt es ja einfach googeln. Ja, ich hab's jetzt eben gegoogelt und da kommt das und das raus. Ja, der ist ja alles Schrott, was da steht, das wisst ihr ja. Also wenn da eine Frage habt, na, also, dann kommt er aber zu mir hier. So wohl klar. Na, also, wenn euch einer das sagen kann, dann ich. Der Drache. Ja, nicht so ein Google-Scheiß. Also, ja, ist ja Blödsinn. Ne? Alles Scheiße, was da steht. Ach so, okay. Ja, weiß ich nicht. Er hat mir mal geguckt, weil das ist hier Genre Dark Rock, Folk Rock und Elektro-Rock. Pop. Ja, kurz gesagt Gothic. Ah ja, kurz gesagt Gothic. Wusste ich gar nicht, dass das diese vier Sachen zusammengefasst Gothic ist. Ah ja, interessant. So, dass die sind dann quasi zusammengefasst Gothic, oder was? Pass auf, jetzt erklärt das wieder. Jetzt wird es wieder spannend. Dr. Rainer Winkler erklärt uns alles. Bei Google steht es nicht, aber er weiß es natürlich. Also, bitte. Bereich Metal oder Bereich Gothic. Mhm. Und, ja. Da gibt es dann Gothic, wird dann in verschiedene Genres nochmal unterteilt. Es gibt Gothic als reinen Gothic und es gibt Gothic als Industrial, als Dark, als Folk. Aber das ist nur der Sammelbegriff dann. Aber es gibt trotzdem auch Metal als Einzelstehendes. Ah. Das hier zum Beispiel ist eines der Lieder, die ich zuerst von ihm gehört habe. So, liebe Musikliebhaber, die sich damit ein bisschen besser auskennen. Ist das kompletter Müll, den er da gerade wieder von sich gibt? Oder ist das tatsächlich die reine Wahrheit und er belehrt uns hier gerade alle und auf Google müsste das am besten auch noch geändert werden, damit das auch stimmt? Nachtschatten? Oder welches? Ah ne, ich will kein Mensch mehr sein. Ja, ist aber allerdings, warte mal, ist aber nicht von Nachtschatten gewesen. Ja, aber interessant, also kann man quasi dann auch, gibt es jetzt zum Beispiel über Hip-Hop dann auch so verschiedene Genres zusammenfassen und das ist dann Hip-Hop oder zum Beispiel, jetzt ähnlich wie bei eben beschrieben. Ja, interessant auf jeden Fall. Eins meiner Lieblingslieder. Ah, du gesagt, geiles Instrument. Da stelle ich mir auf jeden Fall auch richtig schwer vor, das zu spielen. Ein Leben. Nö, nur Wiedersehen, der Teufel schrieb. Gesellt sich hinzu. Ja. Verstehen sich im Nu. Höllenorchester, wenn er jeden Verstand. Wenn er denn nach dem Menschen reicht. Und sie hören sie bei Nacht. Umgebracht. Wunderschön. Dämon von den Zweien macht sich auf den... Die erste schon auf. Loggen Sie erstmal aus. Weg in die Stadt hinein. Und hat vier Kinder und zieht sich zurück. Da ist der zweite Dämon weg. Starker Text, ey. Ganz starker Text, ja. Ja. Hätte selbst Kai Pflaume vor Rührung gekotzt. Dämon wieder ganz allein, singt sein Lied und fängt an zu weinen. Oh, jetzt hat mich auch bestärkt darin. Kreatur. Oh, ey, das spielen sie bestimmt Guantanamo ab, ey. Oh. Oder da könntest du, da würden ganze Kerle brechen, nur wenn du denen das anmachst, du. Also nicht nur brechen, psychisch, sondern auch körperlich. Also, ne? Wir wissen alle, was wir meinen. Kommt herbei, eilt herbei. Ja. Menschenfleisch, oh Menschenfleisch.
Haben solche Songtexte dich denn auch inspiriert zu deiner Entscheidung, dass du nicht mehr wirklich als Mensch angesehen werden willst? Boah, das war eine Frage, ey. Was sagt er denn dazu? Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, da steht schon, Drachenlord will kein Mensch sein. Da bin ich mal gespannt. Zum Beispiel Sterbende Drachen hat er mich inspiriert. Die meisten anderen Songtexte habe ich ja keine großen Anklang dran. Das haben ja die anderen gemacht. Ah. Ja, das kann dich ja inspirieren, weißt du, dass du das hörst und dann deine Gedanken irgendwie sich danach formen, quasi. Wie du meinst. Wie du meinst. Vernünftige Konversation 404. Richtig nachts betrachte. Ach, schon wieder, nein. Weil ich den Schlaf verachte. Und der nächste Leben. Geht weg. Träumte, reden und reden. Sisi, du weißt, dass du hier nicht gemütet sein darfst. Darf man nicht. Sorry, ich habe gerade gegessen. Das war knapp. Ja, ich habe nur gegessen und ich will nicht ins Mikrofon schmatzen. Mhm. Nee, das wollen alle hören hier. Das war haarscharf. Als du dich ganz gemütet hast, wollte ich dich schon raushauen. Nee, ich habe mich verklickt mit Fettfingern. Aber gut zu wissen, dass man es nicht darf. Ich dachte, weil du das von auch gemacht hast. In den Regeln darf. Darf keiner. Außer Drache natürlich. Der darf sich muten. Also macht er leider nicht, wenn er singt, aber sonst ist das okay. Er darf das. Aber alle anderen nicht. Ne? Da muss man alles hören. Das Gefurze und das Gefresse und das muss man alles hören. Das ist ja wichtig. Ne? Ja, ich bin ja wohl was anderes. Das steht auch so. Ich bin was anderes. In meinem Fall kann ich es kaum verhindern, wenn die Idioten vor meiner Tür sind. Mhm. Aber ich kann natürlich auch jedes Mal rausgehen, wenn dir das lieber ist. Mhm. Ah, dann sage ich dir aber gleich, dass ich nicht so oft hier sein werde. Okay, weiß ich Bescheid, ja. Wenn ich träumte, reden und lesen, in unserer Liebe. Mhm. Dann geht der Scheiß noch mit dem Gesinge. Ah, nee, ist okay. Das ist auch ein guter Song. Ja, wunderbar. Ich habe jetzt ganz viel von dem Song erfahren. Ich glaube, es ist sogar mein Lieblingssong von letzter Instanz aktuell. Ja, dann ist ja schon. Was hältst du so von Rammstein? Gar nichts. Okay. Wieso das? National. Weil ich es ja nicht mag. Ja, und warum? Begründung vielleicht mal. Der erste Kontakt gierig, jeder Bauernsfell. Ich mag sie halt einfach nicht. Spielt auch keine Rolle, woran es liegt. Ich mag sie eben nicht. Mhm. Ah ja, okay. 18, okay. Ja, okay. Aber wenn man bei dir sagt, ich mag dich einfach nicht, dann ist das nicht okay. Okay, ne? Das ist auch ist okay. Aber ist ja klar. Auf der Haut tut ihr so gut. Durch die Nerven und verdünnt dein zähes Blut. Ja, Rammstein sind Uhrensöhne. Söhne, das sind nicht, was Liebe ist. Das würde ich jetzt nicht sagen. Das sind, wie man Liebe macht. Uhrensöhne werden nicht und lügen nicht. Sie summen und sie gehen in jener Nacht. Ist auch interessant, wie der erst gefragt hat, ob du Rammstein magst. Also erst hat er ihn ja gefragt, magst du Rammstein? Und so, und dann hat man ja gehört, als Drache gesagt, ah, nee, finde ich scheiße. Dann hat er gesagt, warum denn nicht? Also da merkt man ja, er will ja eigentlich dann die Band verteidigen. Jetzt sagt Drache, nee, finde ich scheiße, bleib dabei. Und jetzt kommt er, ja, okay, finde ich auch scheiße, richtige Bastarde. Ja, also richtig scheiße. Also es ist schon... kurz mal den 180 dahingelegt bei der Meinungsänderung. Also schon krass. Wie hart doch, also wie sehr eine eigene Meinung die Leute da haben. Schon, das ist schon heftig. So, seinen Standpunkt so sehr zu verteidigen, das ist schon Wahnsinn. Also von, ich finde die eigentlich doch ganz gut und verteidige die ja anscheinend auch zu, nee, gebe ich dir voll recht, kompletter Müll. Absolut, nee.
Will ich mir nicht mehr anhören, wenn man mich dazu zwingt oder mir dafür Geld gibt. Also nee, finde ich furchtbar. Wirklich. Ja, richtig, ja. Hast zwar kein Argument benannt und gar nicht irgendwie darauf eingegangen, richtig, nur da so ein komisches Lied hingetrellert wieder im Hintergrund. Und, aber nee, ist okay. Nee. Kann ich absolut nachvollziehen, deine Argumentation. Macht Sinn, alles klar, keine weiteren Fragen, Herr Ober. Ist genau das, was er braucht. Kann er nicht vielleicht Instrumentalsongs vielleicht mögen? Das fände ich schöner. Dann müsste ich mir diesen Geseier da nicht anhören. Er sich reiben will. Flamm wie ein Zündholzdorf. Hurensöhne wissen nicht, was Liebe ist. Hurensöhne wissen, wie man Liebe macht. Hurensöhne schwören nicht und lügen nicht. Deeper Text, richtig, ich fühle ihn richtig. Also ich glaube, der Text von Beethovens 9. ist noch besser. Wann kommt von dem eigentlich endlich mal das neue Album raus? Ich warte da schon echt lange drauf. Naja. In einer Nacht. Was um alles in der Welt war das? Was passiert? So, nix, die Post war da. So, mal eben was von der Wunschliste entfernen. Mal schauen, ob ihr rausfindet, was. Die Drohne. Was? Ah, nee, das war nicht die Drohne hier, diese... Ich habe gar keine Drohne drauf. Nee, ich weiß, ich habe gerade selber... Warte mal, wie hieß denn das nochmal? Ich gucke gerade nochmal durch. Ach so, muss man auswendig lernen. Als echter Drache muss man die natürlich auswendig kennen, die Wunschliste, ist ja klar. Ja, also das wird ja auch regelmäßig abgefragt, so, was ist Artikel 15 auf der Wunschliste? Wer das nicht sagen kann, fliegt, ist ja klar. Na, also das ist schon mal von vornherein klar. Ich habe mir geraten mit dem Spiel. Nee, Spiel ist es keins. Okay, dann ist es eher was höherwertiges oder eher was nö, es ist im Prinzip eine Kleinigkeit. Das ist aber ein Bereichwerkzeug. Bereichwerkzeug, okay. Genau genommen sind es drei, aber ich weiß nicht, wie oft ihr und wie regelmäßig ihr da drauf schaut. Also eigentlich ist es nur eins, was ich heute runter habe. Den Rest habe ich gestern runter. Die Schutzbrille. Nö. Okay. Schutzbrille ist ja noch drauf. Ich dachte, du wusstest nicht, ob du es schon runtergenommen hast. Dann habe ich es natürlich nicht mehr. Ich habe es schon runtergenommen, sonst hätte ich es nicht gesagt. Ah, dann weiß ich es auch nicht. Musst du halt echt auswendig kennen, die Liste. Auf Flexscheiben. Oh! Ja, nice. Die Flexscheiben. Die Scherge gerade zugegeben, dass er das nicht auswendig gelernt hat. Oh, das gibt aber Haue gleich. Das gibt aber Haue. Ist, glaube ich, fast genauso schlimm, als wenn man sich nicht mutet da. Also das ist schon, da steht schon die Höchststrafe drauf. Scheiben habe ich runter. Die sind gerade angekommen. Gestern ist das Öl angekommen, da kam jetzt heute aber noch eine Packung. Und, warte, was war das andere? Ach, und die Elektroden zum Schweißen. Dann kann es ja losgehen. Hm. Für noch das Metall. Passieren. Ohne das Eisen brauche ich gar nicht anfangen zu schweißen. Man kann nur hoffen, dass das wirklich wirklich probiert. Also ich da hinsetze, dann fängt er da an zu schweißen. Vermutlich dann auch ohne Schutzbrille oder so. Und dann ist ja klar, also ohne richtige Schutzbrille, weil es wird ein bisschen hell beim Schweißen. Und dann setzt er sich da hin und boah, passt schon. Also man kann sich drauf freuen. Wird, glaube ich, ganz lustig. Also unglaublich. Einfach, es ist, naja, man sieht, was passiert. Ich sag gar nichts. Das Ding wird verstauben und gut ist und jemand hat da ordentlich Geld für aus dem Fenster rausgeschmissen. Kann sich genauso gut auf die Straße stellen und das Geld einfach in so einen Gulli schmeißen. Ist genauso sinnvoll. Aber gut, ne, das ist, wie er sagt, jedem seins, wie er sein Geld anzulegen, also wer sein Geld anlegen möchte, das ist jedem sich selbst überlassen. Ne? Ist nun mal so. Da ist momentan zu viel Zeug drauf. Ja, schlimm.
Was ist, ich kann noch was draufpacken. Du Drache, kann ich dich mal was fragen? Ich weiß nicht, ob du das kannst. Oh, die obligatorische Lehrerantwort, wenn man mal fragt, ob man auf Klo gehen kann. Ah, Mann. Ja, aber richtig schlagfertige Sprüche hier wieder, also wirklich beeindruckend. Das musst du selber wissen. Ja, war dann eher doof gestellt von mir. Darf ich dich was fragen, was ist besser? Nein, darfst du nicht. Und zwar nur, weil du gefragt hast, ob du es darfst und dann einfach gefragt hast. Wasted. Okay, dann weiß ich Bescheid für die Zukunft. Ja, und dafür zahlt man Geld, ne? Also, dass man sich so behandeln lassen kann. Echt wunderbar. Ich weiß nicht, was das für rückgratlose Leute sein müssen, aber gut. Keine Ahnung. Es ist... ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also... muss man nochmal drauf eingehen, weil es ist ja eigentlich das Paradebeispiel, wie man jemanden von oben herab behandelt. Also anders, also das kannst du eigentlich als Lehrfilm irgendwie vorspielen, oder als Lehraudio in dem Fall. Also so ist es unglaublich, ey. Ja, das lässt man sich dann gefallen und bezahlt noch Geld dafür. Also ich weiß nicht. Ich verstehe, also verstehen tue ich es nicht, nee. Macht für mich keinen Sinn. Und die Leute stellen sich echt an, ey. Mir kribbelt es ja immer in den Fingern, dass ich mir auch Sexspielzeug auf die Wunschliste packe, ne? Ja. Noch mehr? Also generell brauchst du noch mehr? Es kommt bestimmt, man kann nie genug haben oder sowas. Brauchen kann man immer irgendwas. Oder nicht? Nee, ich sag da mal lieber nichts zu, außer das kannst du dir mit Draht nicht hinbiegen, aber naja, ist auch egal. Ja, was für ein Spielzeug auf die Wunschliste? So, ja, ich denke mal, das war's für heute. Ja, war jetzt nicht so gehaltvoll, aber das ist meistens halt so bei diesen Discord-Mitschnitten. Es gab ja ein paar ganz gute Momente, sag ich mal, wo er da wieder ein paar Dinger rausgehauen hat. Ich hoffe, in den nächsten Tagen kommt wieder was. Ich werde jetzt auf jeden Fall als nächstes die Mario Kart Stream-Zusammenfassung noch mal mit Nei hauen und daraus mir die nochmal anhören. Ich glaube, das wird auch ganz lustig. So habe ich gehört, haben mir ein paar runtergeschrieben. Ich gucke mir das mal an. Bin ich mal gespannt. Und genau. Aber für heute war es das jetzt erstmal. Deswegen an dieser Stelle bis zum nächsten Mal und munter bleiben.